Hallöchen, Jungs und Mädels, herzlich willkommen zurück zum Grundkurs Gaming. Ich bin Ira und ich bin frustriert, muss ich sagen. Die letzte Folge, die habe ich aufgenommen und es war eine richtig coole Folge. Anderthalb Stunden lang, ja, ich hätte die ein bisschen gesplittet in der Mitte, klar, kein Ding. Und es ist einfach so viel passiert und mitten in dieser Folge muss mir irgendwie mein Aufnahmeprogramm abgestürzt sein und ich habe es halt nicht gemerkt, bis die Folge zu Ende war. Und da das hier ein Ironman-Spielstand ist, kann ich auch nicht laden und es einfach nochmal spielen. Ne? Dagegen hätte ich gar nichts gehabt, das hätte ich für euch gemacht, gar kein Problem. Und das frustriert mich, denn es ist einfach jede Menge passiert. Ne? Wir haben das Hyperwave Relay fertiggestellt. Ich glaube, das hatten wir auch schon in der Folge davor fertiggestellt. Ne? Aber wir haben damit endlich ein getarntes UFO entdeckt. Ne? Wir haben das Ding zum Funktionieren gebracht, dann irgendwann haben getarntes UFO entdeckt und haben das auch, so eine große Untertasse war das, und haben das auch tatsächlich mit einem Abfangjäger, mit einer EMP-Kanone abgeschossen. Und wir haben Fusionslanzen in unsere anderen Abfangjäger eingebaut und sind dann dahin, und das war ein richtig spannender Kampf. Wir sind auf Muton Elites getroffen, ja, sie sind noch mal härter als Mutons und Muton Berserker. Die haben schwere Plasmakanonen und sind noch ein bisschen widerstandsfähiger als normale Mutons, und wir konnten einen von denen sogar betäuben. Dann sind wir auf die Brücke von diesem Schiff und in einem super spannenden Kampf haben wir da auch einen Etheril. Das sind hier die Kommandeure dieser Invasion, vielleicht sogar die Aliens, die verantwortlich sind für alles, man weiß es nicht. Die sind mehrere tausend Jahre alt, zumindest der, den wir gefangen genommen haben. Wir konnten den auch betäuben in einem wahnsinnig riskanten Manöver und es war alles super spannend irgendwie. Und als wir das dann hatten, haben wir halt den Muton verhört, wir haben den Etheril verhört, wir haben die autopsiert und dann haben wir hier dieses riesige Schiff entdeckt, das hier in der Nähe von Südamerika ist. Und das hat Erdbeben ausgelöst. Da gab es noch eine kleine Zwischensequenz und sowas. Und ja, das kann ich euch jetzt halt alles leider überhaupt nicht zeigen, weil mir halt das Aufnahmeprogramm abgestürzt ist. Das ist ein Ironman-Spielstand und und wir haben so ein Device, so ein Gerät, ein Etheril, ein Gerät geborgen aus dem Schiff. Und das ist halt alles weg. Ich kann es euch nicht zeigen, es tut mir wahnsinnig leid, Leute. Irgendwie, und als ich das gemerkt habe, ich hätte nicht heulen können, das stimmt nicht. Aber ich dachte mir so, oh scheiße, es darf doch nicht wahr sein. Coolste Folge im ganzen Let's Play, meines Empfindens nach. Und dann sowas. Es nervt mich richtig, Leute. Wir schauen einfach mal, was dann heute passiert. Also ich weiß nicht, kann ich euch das irgendwie noch zeigen, irgendwie, wenn ich hier in die Archive gehe? Ich glaube ja beinahe nicht. Wonach ist denn das hier sortiert? Nach nichts. Doch ein bisschen. Nicht hier, das ist so ein Etheril. Die sind wahnsinnig, die haben eine ganz große Psi-Macht. Und ja, halt alles weg. Es ist richtig scheiße. Es tut mir auch echt leid, Leute. So ist es halt. Und jetzt sitzen wir hier rum, ne? Erforschen hier dieses Gerät. Und dann müssen wir uns einfallen lassen, wie wir mit diesem Schiff hier umgehen können. Ich guck mal kurz in die Baracken. Ich glaube, wir haben noch Verletzte. Genau, ne? Chops ist noch verletzt in Ausübung seiner Pflicht. Den hat es richtig schwer erwischt. Einen unserer Max, Habiga war das, glaube ich, auch. Da mussten wir alles an Heilung reinpumpen, was wir hatten. So ziemlich, um die am Leben zu halten. So, Engineering in der Foundry. Also da. Ne? Ihr seht, wir haben gut Beute gemacht. Wir können hier erforschen. Bei unseren Schiffen, wie sieht's da aus? Hier, der Demon Five, ne, der hat sich da eine Schlacht mit dieser großen Untertasse geliefert, wurde dabei auch, naja, ich sag mal, unten so zu knapp einem Viertel irgendwie beschädigt, ist zwei Tage ausgefallen, also unsere Abfangjäger halten eine Menge aus, habe ich festgestellt. Und ja, es ist einfach alles weg, Leute. Es tut mir super leid, ja. Echt. Wir bekommen dafür drei Wissenschaftler. Weiß ich nicht. Wollen wir den Chinesen
von einem chinesischen, also der Rat hat eine Anfrage von einem prominenten chinesischen Industrialisten bekommen. Er gibt uns eine sehr gute Kompensation, wenn wir ihm erlauben, Zugriff auf die Flugcomputer zu erhalten, die wir geborgen haben. Und wenn er die Alien Leitsysteme und Kollisionswarnsysteme in Technologie von terrestrischen Jets einbetten kann, dann könnte das China einen kleinen Vorteil im Luftkampf geben. Geben wir dir, ich meine, wir haben genug Flight Computer, ne? Wir brauchen die für nichts mehr. Wir bekommen 3 Wissenschaftler, das ist meh, aber ja, bitte, nehmt die. Ich bin immer noch angepisst, weil das mit der Folge mit dem... Das nervt mich echt. Na, das hier ist das Gerät. Das ist so eine schwarze Kugel, die leuchtet so ein bisschen lila. Das soll wahrscheinlich so ein bisschen so einen Negativraum simulieren. Und die haben wir da halt geborgen von der Brücke und... Ich weine gleich. Also, nachdem wir eine Menge über die Hyperwave Beacon und seine verbundenen interdimensionalen Signalkapazitäten gelernt haben, glauben wir, dass dieses frisch geborgene Artefakt unsere Vermutungen bestätigt, dass diese... Ja, unsere Vermutung über diese Technologie bestätigt. Sie sagen gar nicht, welche Vermutungen das sind. Und es und die Hyperwave Beacon noch eine Fortentwicklung der Hyperwave Beacon ist. Der Psi-Link, wie er jetzt genannt wird, scheint einen direkten Link zum psionischen Netzwerk, das von den Aliens für Feldkommunikation benutzt wird, bereitzustellen oder zu liefern. Und obwohl wir hier uns in einem Bereich bewegen, der zur hochtheoretischen Wissenschaft gehört, glauben wir, dass es eine starke Indikation gibt, dass die Aliens unter einem Kollektivbewusstsein funktionieren. Eine Form der sozialen Organisation wie ein Hive-Mind, also ein Gruppenbewusstsein, das bei verschiedenen Spezies von Insekten auf der Erde gefunden werden kann. Ne? Bienen zum Beispiel, Ameisen, Termiten. Vor unserer ersten Interaktion mit der Etheril-Spezies von Alien, ne, die wir beim letzten Mal getroffen haben und wir haben einen gefangen genommen und verhört und waren wir nicht in der Lage, die Tragweite der psionischen Fähigkeiten, mit denen wir es bisher zu tun hatten, zu verstehen. Obwohl wir nur die Oberfläche angekratzt haben, wenn es um die Entwicklung von psionischen Fähigkeiten in unseren menschlichen Subjekten geht, haben wir jetzt die Theorie aufgestellt, dass es möglich sein kann, dass Alien-Bewusstsein dem Alien-Bewusstsein beizutreten und in ihren Hive-Mind den anzuzapfen, indem wir diesen Apparat erfolgreich aktivieren. Jedoch, um die Sicherheit von XCOMs Hauptquartier zu gewährleisten, müssen wir eine Kammer konstruieren, die die potenziellen Risiken für den Rest der Einrichtung während des Aktivierungsprozesses minimiert. Wie es der Zufall so möchte, sind zwei von unseren jüngsten oder hellsten jungen Geistern ein Team von Brüdern schon damit fertig, eine solche Einrichtung zu konzipieren und für diese Aufgabe herzurichten oder umzubauen. Wenn wir es schaffen würden, einen Soldaten mit einer Fähigkeit fürs Psionische aufzuspüren und ein Mittel entwickeln könnten, diese Fähigkeiten zu fördern, dann glaube ich, wird es nur eine Frage der Zeit sein, bis wir damit Erfolg haben, diesen Apparat zu aktivieren und die Quelle der Invasion zu finden. Genau, ne, darum geht's. Wir haben die Commander hier im Prinzip, haben wir uns eingeschnappt und wollen jetzt im Prinzip rausfinden, wo kommt diese Invasion her, was steckt dahinter, wer steckt dahinter. Und die Golob Chamber können wir bauen.
Und die Golob-Brüder, das sind die, die das ursprüngliche XCOM entwickelt haben. Ne? Die werden hier verewigt. Finde ich sehr cool. So, die Psi-Armor können wir bauen. Also Psi-Rüstung. Analyse der psionischen... der Implantate der Psi-begabten Aliens impliziert, dass wir in der Lage sein könnten, diese Komponenten in eine Rüstung zu integrieren. Obwohl das nicht von Nutzen für einen Soldaten ohne psionisches Potenzial ist, könnte es die psionischen Fähigkeiten derer, die diese Gabe haben, großartig erhöhen. Ja, könnte es. Bauen wir mal. I appreciate your efforts to support the research team, Commander. I've already put the new recruits to work in the lab. Hm? Finde ich gut. Wir haben 54 Wissenschaftler, also wir forschen ja echt so schnell. Ist unglaublich. So, da haben wir sie schon fertig. Da schauen wir mal. Wir haben einen Punkt in unserer Forschung, psionischen Fähigkeiten der Aliens erreicht und der damit assoziierten kybernetischen Implantate auch, dass wir zuversichtlich sind, beziehungsweise uns sicher genug sind, einen vorläufigen Test dieser Technologie an menschlichen Testsubjekten durchzuführen, obwohl das System, das wir uns ausgedacht haben, es nötig machen wird, eine leichte Rüstung zu benutzen, die dann auch reduzierte defensive Fähigkeiten hat, sollte diese Psi-Rüstung das mehr als kompensieren, indem sie eine signifikante Verstärkung der Psi-Kräfte unserer Soldaten herbeiführt. Es ist unsere Hoffnung, dass wenn diese Fähigkeiten verstärkt werden, dass unsere Soldaten dann eine neue Einsichten bekommen, beziehungsweise wir auch, das Forschungsteam, wenn wir versuchen, die Quelle des kollektiven Bewusstseins dieser Alien zu ermitteln. Wir verstehen immer noch nicht ganz, wie die Verbindung zwischen den sichtbaren psionischen Fähigkeiten, wie wir sie von den Aliens zur Schau gestellt gesehen haben, und ihrer Nutzung von psionischen Fähigkeiten als ein Mittel der Kommunikation funktioniert. Aber ich denke, es ist sehr wahrscheinlich, dass wir einen Weg finden werden, dass diesen Etheril-Apparat zu aktivieren, wenn wir diese Rüstung erfolgreich herstellen können. Okay? Dann bauen wir mal so ein Ding, würde ich sagen. Ja, hier, ne, da fehlt es uns wieder an Waffenfragmenten. Natürlich, was sonst? So, dann gehen wir mal zum Engineering. Start working on the housing for this device as soon as possible. Considering what we went through to get it, we should be making every effort to provide a secure location for its storage. Sehr, sehr gute Idee. Sehr, sehr gute Idee. So, bauen wir hier. Ne, wir reißen einfach dieses Labor ab und bauen es hier hin. Ja, abreißen. So. Und dann bauen wir die Golob Chamber. Kostet uns 5 Energie. Und der Rest ist total, ja, nebensächlich für uns. Wir haben beim letzten Mal auch wieder fast 200 Illyrium und Legierungen erbeutet. Ja, bau doch mal. Dauert 14 Tage. So, und dann bauen wir uns nämlich auch eine Psi-Armor. Da können wir mal gucken, wie gut die ist. Psi-Armor. Ja doch, ist richtig. So, ich glaube, die wird niemand von unseren Soldaten im Feld tragen. Weil das einfach alles, Leute sind, die am vorderster Front kämpfen, ne? Wenn wir jetzt irgendwie einen Sniper hätten. Wenn Lockdown irgendwie das hätte, der hätte ich so eine Rüstung gegeben. Aber Harris oder Chilong so eine Rüstung zu geben, halte ich ein bisschen für... In the right hands. This suit could be the most dangerous thing we've ever developed. Aber es sieht schon verdammt cool aus, ne? Ich weiß aber nicht, ob ich die Leute damit ausstatten werde, ganz ehrlich. Health Bonus 6, das ist okay. Und 20 Punkte erhöht den Willen für Psi-Attacken und Verteidigung. Ja, damit kommt er hier über 100.
Wie sieht es denn bei Geelong aus? Der hat 84, der würde auch auf 100 kommen. Ja, ich weiß nicht, ob ich den die gebe, ehrlich gesagt. Ich weiß es nicht. Wir schauen erstmal, was passiert. So, den verbesserten Arc Thrower haben wir gebaut. Ja, und wir wissen ja jetzt, wir können damit tatsächlich unsere Max heilen. Contact detected. Hm. Ja, und so sieht das jetzt aus mit dem Hyperwave Relay. Ne, da sehen wir hier, was das UFO vorhat, wie groß die Crew Size ist, also wie viele Aliens sich an Bord befinden. Wir sehen hier, was sich an Bord befindet. Ne? Wir haben Muton, Muton Berserker, okay. Das sind wahrscheinlich schon mal drei. Muton Elites treten immer zu zweit auf. War jedenfalls beim letzten Mal so. Das sind also schon mal fünf irgendwie. Sektoids müssten drei sein. Das sind dann acht. Seeker sind zwei. Das sind zehn. Ein Mechtoid. Das sind elf. Und ein Sektoid Commander sind zwölf. Und sind vielleicht noch ein paar mehr Eliten oder irgendwas dabei. Ne? Und wir sehen auch, was das für ein UFO ist. Ne? Das ist wieder UFO 0. Schon wieder. Okay. Das haben wir doch schon abgeschossen. Ein Versorgungs-UFO. Und das scheint gelandet zu sein. Ist das gelandet? Ja, das ist gelandet. Wir konnten das vorher also nicht abfangen. Und Chops ist gerade wieder in den aktiven Dienst zurückgekehrt. Sehr schön. So, hier sehen wir unser Team. Mit dem waren wir auch letztes Mal unterwegs. Und es hat richtig, richtig gut funktioniert. Und ich werde den Leuten aber keine Psi-Rüstung mitgeben. Ach so, hier, Geelong und Harris sind auch aufgestiegen, ne, in Sachen Psi. Kann ich euch gleich zeigen, was sie jetzt drauf haben. Da hatte man die Auswahl zwischen einer Panikfähigkeit und einer Fähigkeit, die einen quasi selbst von Panik und sowas befreit. Und ich habe mich dann für die defensive Fähigkeit entschieden. Weil ich die öfter einsetzen kann. Und je öfter ich die Fähigkeit einsetze, desto mehr werden die Leute ja in ihren Psi-Kräften geschult. Get ready to deploy. Our AO is within the continental United States. Meld gibt's wieder. Track the alien craft to a landing site in a rural area outside of a small town. We should move to secure the site and clear out any hostiles we can find. Ja, Meld konnte ich letztes Mal leider auch nur einen von zwei Containern bergen. Bei dem anderen bin ich genau eine halbe Runde zu spät gekommen. Ja, also ich war in Sicht- und auch Laufreichweite, allerdings nur Sprintreichweite, als der noch eine Runde angezeigt hatte. Oh ja. I read you, Big Sky. This was a landing, not a crash. So expect heavy resistance. Mhm. So, das Map ist wahrscheinlich hier drin irgendwo, vermute ich. Aber ich habe keine Ahnung, ob meine Vermutung stimmt. Oh, hier drüben geht es ja auch noch in. Ah, nee, so weit geht es gar nicht. Hier ist die Karte schon zu Ende. So, okay. Dann schauen wir mal. Da, wo ist ein Lockdown? Hier ist Lockdown. Lockdown lasse ich immer ganz gerne jetzt vorgehen. Denn sobald sie sich ja hier in Deckung endet, ihren Zug, ist sie ja noch unsichtbar. Das ist super praktisch. Finde ich zumindest. Lassen wir sie hier rüber auf die Flanke gehen? Oder lieber in die Mitte? Ah, Flanke. Können sie auch auf die andere Flanke theoretisch? Nee, können sie nicht. Okay, dann lassen wir sie auf der Flanke hier vorrücken. Alle, hopp. Ja, da sehen wir, unsichtbar ist er. Und da sehen wir auch schon mal. Das passt ja hier. Wo sind Chops? Wo ist Harris? Da ist Chops. Also richtig weit vor kommen die Leute alle nicht, ne? Jedenfalls nicht ohne zu sprinten. So,
So, Chop soll mit hier rübergehen eigentlich, auf die Seite. Ja, wir lassen ihn erstmal hier Deckung suchen. Ups. So, kommt Harris irgendwo hin? Nee, nicht wirklich. Dann darf er hier Deckung nehmen. Geelong kommt immerhin hier bis zur Ecke. Ja, Ecke ist gut. So, und dann müssen wir gleich mal hören, ob wir irgendwie Aliens hören. Die hören uns ja hier rumtrampeln. So, unsere Mechs übernehmen den Feuerschutz. Naja, und Harris auch. Oh ja. Da haben wir patrouillierende Mutons. Mit einem Berserker. Daneben, ne? Ja. Da darf man nicht daneben schießen. Und Holo-Targeting hat er auch, ne? Ne, hat er gar nicht. Aber er darf zweimal schießen. So, dann versucht er uns hier einzuschüchtern. Ist mir egal. Harris kommt hier irgendwie nicht so richtig in Deckung. Martin kann ihn jetzt erschießen, ne? Und wenn sie ihn... Oh, nice. Und wenn sie ihn gut trifft, dann ist der Typ auch tot. Ach, wir wollten doch... Warum mache ich das denn schon wieder nicht eigentlich? Kann mir das jemand erklären? Wahrscheinlich nicht, ne? Ich kann mein Mindframe nicht benutzen. Ach, hat er gar nicht... Er hat gar nicht Bullet Swarm. Bäh. Ja, wusste ich nicht. Habe ich voll verplant. So, Harris braucht irgendwie eine Deckung. Er findet aber keine. Was natürlich ein bisschen blöd ist. Ich will... Ah, das Feld will ich haben. Ja, Harris darf da mal hier hochdashen. Na komm schon. Ja, das hier mit den Ebenen, ne, das ist ein bisschen hummelig manchmal. Dankeschön. So. Darf Martin sich mit mich hier hinstellen? Von da aus müsste sie alles im Blick haben. So, Habika könnte natürlich da hoch und dem Typen richtig eine reindrücken. Ist aber vielleicht gar nicht möglich. 9 Punkte nur. Dein Ernst. Ist das dein Ernst, Mädel? So, erledige den mal. So, und dann schauen wir mal, was Lockdown hier anrichten kann. Ah ja, sie sieht ihn sogar ziemlich gut, ne? Da gehen wir mal direkt auf den Headshot. Sieht auch. 10 Punkte haben wir genau gemacht. Ja, der war doch nicht in Deckung. Der hatte kein Deckungssymbol angezeigt. Ach, was soll denn das? Ah! Ich lass mich hier gerade vom Spiel verarschen. Lassen wir Wu ganz allein hier hochspringen? Nee, er hat hier angeblich keine Deckung.
Das wäre also ziemlich dumm von uns. Wir lassen es also dementsprechend bleiben. Roger that. Aber er kann hier drüben hin. Und da in Overwatch gehen. So, und unsere Max. Natürlich auch bei den Overwatch. So, und sie kann jetzt nämlich vollkommen getarnt hier hinten hinrennen. On the move. Alien object in sight. Da sind Zika und die ahnen natürlich nicht, dass wir hier sind. Was super ist. Andererseits können wir auch nicht hier hinschießen. Ne, eine Bewegungsmine wäre jetzt richtig super. Um die halt so ein bisschen aufzuschrecken. Ach, wisst ihr was? Jetboots. Ja, und von hier oben kommen wir auch an die Seeker ran. So, und irgendwo treibt sich ja noch ein Neutron rum, wissen wir. Jetzt können wir nicht da runter schießen. Arsch. Ich hätte gerne mal eine günstige Kameraperspektive. Ach, hier ist noch so eine Brücke drüber, ne? Deswegen hakt es da so ein bisschen. Ist ja schlimm. Hier könnten wir hinschießen. Irgendwo. Ich weiß gar nicht, wo das hier sein soll. Ja, wir können da echt nicht hinschießen. Ja, gut, dann lassen wir es halt. So, wir machen hier die Tür auf. Paris. Geh mal hier rüber. Mach meine Tür auf. Mutant Elites. Their confidence is shaken. Mutant Elites. So, wir sorgen mal dafür, dass sie ein bisschen schlechter schießen und alles. Tot kriegen wir die nämlich nicht im Moment. Wir sehen, ne, die Jungs sind auch so ziemächtig genug gegen so normale Gegner. Und irgendwie hier, ne? Die scheinen ganz schlechten Schusswinkel zu haben, die Teile. Na gut, dann halt nicht. Wir halt hier in Overwatch. So, ach, dass er jetzt mal da sah. Okay. Ich kann ja direkt mal hier reingehen. Was? Overwatch? Ach ja, na gut. Okay, er darf das tatsächlich. Dafür muss er jetzt natürlich auch mit den Konsequenzen leben. ...50% nur. Wenn wir uns hier hinsetzen würden, wäre das zum einen Suizid, aber zum anderen hätten wir ihn dann flankiert. Ja,
Ja. Ich in Overwatch, gehe ich davon aus, dass sie sich da wegbewegen. Ich würde ja gerne ein bisschen weiter laufen können hier. Ich könnte hier hin rennen und dann den einen mit einem Rapid Fire ausschalten. Das Ding, ja. Dann hätte es Madasa nur noch mit einem zu tun. Ja, und wir dann natürlich auch. So, flankiert. Rapid Fire. 100% Trefferchance, 70% für den kritischen Treffer. Da ist schon der erste kritische. Und tot. Mit 19 Punkte Schaden. Damit hätten wir auch einen ganzen Newton Elite ausgeschaltet. Ich muss mal sagen, ich möchte hier wirklich schauen einfach mal, was passiert. Können wir auf so einen schießen? Das dürfte uns ja keine Aktion kosten. Enttarnt. Und er macht sich gleich unsichtbar. So, dann gehen wir hier auf jeden Fall in Overwatch. Ach nee, wir haben noch zwei Aktionen. Wir könnten also sogar laufen irgendwie. Tja, ja. So, Harris, machen wir was Schlaues. Ja, Mindfrey ist noch auf Cooldown, okay. Dann erledigen wir ihn halt so.